Mr. Evil, Mann! Jetzt habe ich wieder gute Laune, jetzt, wo ich das mit der dritten Nummer da so schnell erledigt habe. Und das finde ich sehr, sehr nice. Sicherlich werde ich es jetzt nicht wirklich weit reißen mit dem Versuch hier. Von daher würde ich mich auch gleich wieder killen lassen wahrscheinlich. Aber ich bin froh und mutig, das hier jetzt anzugehen. Wir sehen uns also gleich wieder, nachdem ich mit Collins Leben wieder dran bin. Da sind wir doch schon wieder. Und jetzt gehe ich auch richtig ans Werk hier. Der lässt immer Energie fallen, der Erste. Der hat da vorhin was Großes liegen lassen, jetzt was Kleines. Die muss man unbedingt erledigen, bevor sie rollen. Das ist das, was man unbedingt schaffen sollte. So, ich habe das schon. Ich habe das schon gedacht, dass jetzt die Stacheln wiederkommen. Jo. Aua, ja. Was ist denn hier wieder mal los? Ja, das war gut gespielt. Aber hey, es ist das erste Annähern in dieser Stage. Von daher verzeiht, wenn ich gerade wieder mal wie so einen Sack Reis spiele. So. Geh mal weg da, ich muss hier mal durch. Oh, wie lange ist der denn noch da? Verdammt. Der hält ja ewig und drei Tage an der Stelle. Jetzt bin ich. Oh mein Gott. Gut, dass ich diesen Witz nicht gemacht habe. Es ging um einen Stachel und um die. Ja, nein. Ich verwerf das ganz schnell wieder. So. Und was sehen denn meine Augen dort? Ich werd bekloppt. Da setzen die mir hier extra noch ein Leben hin, das ich aussammeln kann. Alter, was ist das denn jetzt, bitte? Haben wir jetzt hier auf einmal Mega mit dem Giga-Laune oder was? Ich glaube gerade nicht. Auf einmal, weißt du? In den anderen drei Stages. Weder Leben noch Energie kann. Jetzt kriege ich in der Stage beides auf einmal. Das ist nur kaputt, bitte. Ja gut, das kann man sich, glaube ich, schon fast schenken mit der Energie. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich machen will. Die Waffe sollte man zumindest schon mal rausfinden. Okay, hier habe ich schon eine lockere Idee, was ich tun kann. Von daher gehe ich das auch direkt damit an. Das kann nur Spark sein. Wenn man nach Pokémon-Logik auch geht, das kann nur Spark sein. Ja, okay, draufhalten, vielleicht bringt's was. Okay, Energietank. Okay, dann halt nicht. Weil ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich zu tun habe, wir sehen uns dann gleich wieder an der Stelle. Hä? Achso, ich habe jetzt zwei. Moment, stimmt. Ich bin so bescheuert. Ich behalte meine Energietanks. Wenn ich sogar Game Over gehe. Das heißt, ich könnte theoretisch den Energietank hier immer nehmen, Game Over gehen, mir nochmal einnehmen und hab dann irgendwann neu. Und das könnte ich tatsächlich gut gebrauchen für die späteren Level, aber das mache ich nicht. Nein, sowas mache ich nicht. Sowas Billiges mache ich nicht. Ich könnte mir neue Energietanks locker holen, aber sowas ist lame. Das ist richtig lame. Sowas. Nö. Okay. Ich müsste dann sowieso gleich einen einsetzen. Jetzt ruhig das meine Waffe, ich bin ein bisschen außer. Ich überlebe noch, hoffentlich noch. Okay, gut. Einen von den beiden habe ich jetzt noch schon weg. So. Das kann man ja später immer noch machen, wenn es dann hart auf hart kommt, aber für den Moment will ich es nicht tun. Und ich würde auch gerne mal bitte. Oh. Dankeschön, das war ja nice. So. Diese Wind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist wieder etwas, wo man fliegen muss, glaube ich. Ich erinnere mich an diese Stelle. Ich erinnere mich. Ich weiß, wie das LP gespielt hat und sich aufgeregt haben, dass sie mit dem Rush jetzt nicht mehr weiterkommen. Ich erinnere mich sowas von an diese Nummer hier. Das heißt, ich muss das jetzt unbedingt packen. Okay, die gehen dann von mir runter. Oh, ich brauch das. So, oh, okay, egal. Ich muss hier rüber, das ist ganz wichtig. Ja, krieg auf Maul, okay, gut. Hauptsache, ich bin gleich drüben irgendwie. Darauf kommt's an. Und ich hab auch nur diesen, Alter! Ich hab nur diesen einen Versuch, Leute. Kriegt man überhaupt? Okay, Moment. Oh, das ist nervig, das ist richtig nervig. Denn ihr wisst sicherlich, dass wenn ich jetzt gleich sterbe, an dieser Stelle, ich nicht mehr genug Waffenenergie habe, um den Waschjet dann zu steuern. Ja, hallo. Wasch, machst du bitte auch mal was Cleveres? Danke.
So, Gegnern ausweichen, bitte. Oh nein, das ist nicht wirklich passiert jetzt. Denn jetzt ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Ich habe nicht genug Waffenenergie für den Waschjet. Und schwupps, kann ich vergessen. Denn jetzt werde ich auf keinen Fall mit dem, was ich jetzt noch habe, bis darüber kommen, oder? Das war geil. Ich habe vergessen, dass Rush ja einfach durch den Bildschirm durchfliegt, wenn er nicht auf eine Ebene gelangt. Ja, ich werde jetzt nämlich auch die Waffenenergie, die wir nicht mehr haben. Jo, geil. Mist, guck mal hier. Hui. Ja. Wie gesagt, stirbt man einmal an dieser Stelle, kann man es vergessen. Ich kann jetzt hier wirklich feucht vor dir sterben, denn es bringt nichts. Oh, es hat schön mit diesem. Oh ja, komm. Blas mir ein. Was soll die Glocke? Oh mein Gott, das gehört hier nicht rein, Mann. Ich schaff's sowieso nicht. Geil, ich liebe es, ey. Ich liebe es einfach nur. Für den Spruch gehöre ich auch in die Verlierernummer. Sorry. Das ist aber geil, wenn du scheiße der Spruch gewesen. Ich hoffe, ich muss immer noch dran lachen. Über diesen Scheißspruch, den ich gerade ihm gesagt habe. Bei Airman, ey. Oh mein Gott. So, jetzt kommt wieder mein Lieblingsparcours hier. Warum setze ich den jetzt schon? Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Warum setze ich den jetzt schon ein? Das braucht er nur noch mehr. Halleluja, das packe ich ja jetzt schon nicht mehr wahrscheinlich. Jo, das war fantastisch. Fantastisch. Für diese glorreiche Idee, Rush schon 20 Milliarden Kilometer vorher zu benutzen, habe ich es jetzt auch wieder verkackt. Ey, ja, du bist hier aufgeschmissen. Hast du einmal Rush benutzt, den Rush-Jet, und dann hast du keine Waffenenergie mehr? Game over. Kann man die Gegner wieder besiegen, wenn ich auf dem Rush-Jet bin? Ich probiere das ja gar nicht aus, weil ich einfach zu sehr damit beschäftigt bin, auszuweichen. Ist egal, weiter. Okay, ich bin da. Boah, ekelhaft! Was ist hier los? Okay. Das ist jetzt nicht schwierig, Spiel, aber mach was du willst. Ja, die habe ich ja sowas von vermisst, die Gegner, Mann. Schön, dass die wieder da sind. Das war meine Lieblingsgegner. Bei Snake Man. Haha! Wer es glaubt. So. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Brauchen wir wirklich noch einen alternativen Gegner, bevor ich bei dem nächsten Typ wieder bin? Wirklich, Spiel. Das hat's jetzt echt nicht gebraucht. Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich Rush benutzen. Denn so. Doch, jetzt kann man treffen. Ich nehme das zurück, man kann hier so treffen. Aber das wird dauern. Spiel, nice. Was passiert hier eigentlich gerade? Sag mal. Oh, hallo. Ich glaube, ich muss Rush benutzen. Das bringt ja so nichts. Was ist das denn? So, kann ich schießen? Natürlich kann ich auch Rush schießen. Und ich nutze jetzt einfach mal, dass das Spiel so mega langsam ist gerade bei dem Kampf. Dankeschön. So. Oh Gott, dieses Game ist anstrengend. Was kommt jetzt? Kommt jetzt wieder so ein Springer hier? Ich sehe das doch schon an der. Oh, noch nicht. Was ist das jetzt schon wieder? Sag mal, wie lange ist die Stage eigentlich? Willst du mich verarschen oder was? Wie lange ist denn bitte diese Stage? Diese Stage endet einfach nicht. Ich will die auf keinen Fall nochmal machen. Auf gar keinen Fall. Bitte lass doch jetzt endlich die fucking. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Heftig Spiel. Was ist das Einzige, was ich ganz dazu sagen kann? Was auch über mich gerade getroffen hat, ich habe nicht die geringste Ahnung. Was zur Hölle mich gerade getroffen hat. So.
können wir jetzt bitte endlich nach 5 Milliarden Jahren. Dankeschön. So. Was haben wir denn im Angebot? Der Typ, keine Ahnung. Ich guck einfach mal, was man machen kann. Ich würde ja fast die Faust sagen, weil die noch gar nicht gebraucht hat, aber. Moment, den darf ich doch schon. Nein. Jetzt nicht verrückt werden. Nein, direkt. Okay, direkt weiter überlegen. Das hab ich halt schon mal benutzt. Das bringt was. So, damit haben wir es dann auch gleich. Denn ich habe ja sogar noch einen Energietank, falls das nichts bringt hier. Und die werde ich jetzt auch benutzen. Lass es enden. Lass diesen Albtraum endlich enden. Bitte. Lass diesen Albtraum jetzt enden mit diesen 4 Stages. Ich will es nicht mehr sehen. Ich hätte ihn nicht mal gebraucht. Ich hätte den Energietank gar nicht gebraucht. Egal. Schluss aus Mickey Maus. Es würde jetzt zu Breakman gehen? Okay. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich bin durch nach diesen 4 Stages. Das hat jetzt ohne Mist 1 Stunde und 32 Minuten gebraucht. Ich weiß, ich hätte auch einfach 1,5 Stunden sagen können, aber ich möchte trotzdem jede einzelne Minute, die ich gebraucht habe, mit dazu zählen, um das nochmal heftiger darzustellen, den Wert. Das war Mega Man für diese Runde. Es war heftig schwer, aber irgendwie auch lustig. Es gab einige lustige Szenen, finde ich. Zum Beispiel gleich am Anfang den Glitch, wo ich nicht gestorben bin. Dann den Gegner, der mich einfach mal gekillt hat in der Spartan Stage als einziger. Ja, ihr habt das ja gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.